Hi, ich bin Henk, 34 Jahre alt, ursprünglich aus Köln, bin aber jetzt schon ewig in Wien. Fühle mich schon mehr wie ein Wiener, bin schon seit 12 Jahren hier. Komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus dem Investmentbanking, nachdem ich BWL studiert habe. Und habe danach sehr, sehr viel im digitalen Bereich gemacht und in der Online-Welt. Und hatte dann zum gewissen Zeitpunkt, das ist inzwischen 4 Jahre her, das Gefühl, dass mir so der Bezug zur Offline-Welt und auch dem persönlichen Kontakt zu Leuten gefehlt hat. Das war für mich dann auch der Augenblick, wo ich wirklich Lust bekommen habe, Projekte in der Gastronomie umzusetzen. Das war der erste Touchpoint, den ich mit der WKBG hatte, weil es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dort die richtigen Partner an der Seite hat, die quasi auch die Vision zum Leben erwecken. Und da war die WKBG definitiv der Projektermöglicher für uns und hat das Ganze unglaublich einfach und simpel für uns gemacht. Je nach Größe des Projektes ist es oftmals so, dass man natürlich nicht in der Lage ist, das alles komplett über Eigenmittel zu machen und man so einen gewissen Fremdmittelbedarf hat, den man oftmals über die Hausbank oder welche Bank auch immer deckt. Und da ist die WKBG der richtige Partner, um entsprechend auch Bürgschaften zu geben, so um auch der Bank die Sicherheit zu geben, das Projekt zu unterstützen. Die WKBG begleitet uns jetzt schon seit einiger Zeit. Dadurch, dass wir schon mehrere Projekte mit der WKBG umgesetzt haben, was uns auf der einen Seite zeigt, dass es nicht ein einmaliges Projekt war und wir negative Erfahrungen gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil, für uns, nachdem wir das erste Projekt abgeschlossen haben, hat uns das eigentlich noch dazu motiviert, weitere Projekte mit der WKBG umzusetzen. Für uns war es sehr, sehr angenehm, dadurch, dass die WKBG unterschiedliche Modelle hat. Auf der einen Seite als Bürgschaftspartner für die Hausbank, um als Kreditermöglicher zu agieren, wenn es um die Kreditvergabe geht, was wir bisher in Anspruch genommen haben, oder auch wirklich sich mit an Unternehmen zu beteiligen und da ausschließlich als stiller Gesellschafter zu agieren. Das bedeutet, dass sie keinen Anspruch auf Stimmrechte haben oder Mitspracherecht. Und wenn man dann wirklich betrachtet, was für eine Eigentümerstruktur bei der WKBG im Hintergrund steckt, ist es für mich, für ganz, ganz viele Unternehmen, glaube ich, der perfekte Partner. Und wenn es um die Langfristigkeit geht, wahrscheinlich einer der solidesten Partner, die man überhaupt wählen könnte. Ja.